Das ist der 23. Part meiner Okkult Baby Challenge und Livia ist gerade noch bei ihrer großen Schwester Violet. Und jetzt haben wir für mich eine sehr überraschende Benachrichtigung bekommen. Neue Familiendynamik eng. Eigentlich war ich der Meinung, dass die beiden sich nicht so gut verstehen, aber wenn das Spiel das möchte, dann ist die Dynamik zwischen den beiden jetzt eng. Irgendwie passt es auch, denn Livia hat die ganze Zeit nur glückliche Stimmungen. Familienzeit. Familienbewusste Sims sind gerne mit ihren Familienmitgliedern befreundet. Und in dem letzten Part und heute haben wir ja jede Menge Personen aus der Familie gesehen. Zuerst waren wir in Hanford und Bagley bei unserer Emma und Flora und Warren, die wohnen nämlich auch noch zu Hause. Dann waren wir in Willow Creek und haben Daisy und ihre Familie besucht und jetzt sind wir eben hier in San Myshuno. Unter dem letzten Part habe ich gelesen, dass viele von euch gerne gehabt hätten, dass Ivo mitgekommen wäre, also dass auch Ivo sich von seiner Familie verabschieden kann. Das habe ich jetzt ja leider nicht so gemacht. Deshalb habe ich mir überlegt, bevor wir zum großen Kampf aufbrechen, könnten wir noch eine kleine Familienfeier machen, wo wir einfach alle einladen und noch einmal das Leben feiern. Was haltet ihr davon? Livia hat zwar die Nacht bei ihrer großen Schwester verbracht, aber über das wirklich wichtige Thema haben sie miteinander noch nicht gesprochen. Deshalb wird Livia jetzt einfach mit ihr über ihre Ängste reden und ihr von ihren ganzen Sorgen erzählen. Violet ist ja eine der wenigen aus der Familie, die wirklich alles weiß. Sie war damals im Brindleton Bay ja dabei, aber ist weggestürmt, bevor Livia auch nur irgendwas erklären konnte. Deshalb wird sie jetzt einfach mal ihren verrückten Plan vorschlagen und erklären, dass sie sich dazu bereit fühlt, gegen die Vampire zu kämpfen. Und ich bin schon sehr gespannt, was Violet dazu zu sagen hat. Noch hört sie ihrem Plan sehr gespannt zu, aber ob sie damit einverstanden ist, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Okay, das Gespräch entwickelt sich eindeutig in eine negative Richtung, aber ich glaube, Violet macht sich einfach nur Sorgen um ihre kleine Schwester. Ist irgendwo auch verständlich, aber ich denke, Livia sollte am besten mal zeigen, dass sie nicht ganz machtlos ist und sie wird jetzt einfach mal diese Pflanze hier anzünden. Das war jetzt vielleicht nicht die beste Idee meines Lebens, aber ich glaube, Violet weiß jetzt zumindest, dass Livia mächtig ist. Und sie löscht das Feuer, also verbrennt auch niemand. Perfekt, da ging ja alles gut aus. Ich glaube, wir haben Violet überzeugt. Dann werden wir sie jetzt noch einmal umarmen und uns von ihr verabschieden. Denn Livia hat noch jede Menge Geschwister, denen sie einen Besuch abstatten muss. Und nun sind wir hier in Moonwood Mill bei unserer Akira. Mit Hilfe ihrer großen Schwester konnte sie im letzten Part ja ihre Werwolfkräfte wecken. Und wirklich glücklich scheint sie damit nicht zu sein. Tatsächlich kann sie sich an gestern Nacht überhaupt nicht mehr erinnern, im Gegensatz zu ihrer großen Schwester Ruby, die ihr gleich mal davon erzählen wird. Oh mein Gott, ich wusste zwar, dass Werwölfe Monster sind, aber was du letzte Nacht getan hast, kannst du dich überhaupt noch an irgendwas erinnern? Und wie wir sehen, ist Akira absolut überfordert und hat nicht die geringste Ahnung, was überhaupt passiert ist. Und Ruby sagt ihrer kleinen Schwester jetzt, gehen wir erstmal nach Hause, da kann ich dir zeigen, was du getan hast. Und zu Hause angekommen, hat Ivo tatsächlich schon in Rubys Scheune auf die beiden gewartet, denn natürlich hat er sich schreckliche Sorgen gemacht, er wusste ja nicht, wo die beiden sind. Und deshalb wird er jetzt einmal mit Ruby streiten und wird sich negativ über ihre Disziplin äußern. Er wird sagen, solange deine Mom nicht zu Hause ist, bin ich für euch verantwortlich. Du kannst nicht einfach die ganze Nacht wegbleiben. Und Ruby ist mal wieder Ruby und hat anscheinend überhaupt keinen Bock und verwandelt sich immer wieder in eine Fledermaus. Ich weiß auch nicht, was da gerade abgeht. Auf jeden Fall wird sie sich bei ihrem Onkel entschuldigen und wird ihm mitten ins Gesicht lügen und sagen, wir waren natürlich nicht die ganze Nacht weg. Wir sind heute nur ganz früh aufgestanden und sind dann spazieren gegangen. Es war so ein schöner Tag und jetzt, wo die Sonne aufgegangen ist, mussten wir natürlich wieder zurückkommen. Du weißt ja, ich komme nicht so gut mit der Sonne klar. Ivo scheint das Ganze nicht zu glauben, aber Ruby ist das ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Und Ivo hat heute tatsächlich wieder andere Dinge zu tun. Er wird sich in die Küche zurückziehen und wird mal wieder einen Kuchen backen. Und zwar eine Schokotorte. Denn, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben heute schon wieder einen Geburtstag. Unsere Babys
Die kleine Gemma und die kleine Nila werden heute einfach schon zu Kindern. Akira wird ihrer Schwester jetzt einfach mal hier nach oben folgen und sie jetzt einfach nochmal fragen, was los ist. Denn immerhin hat ihre Schwester so getan, als hätte sie in der Nacht etwas ganz Schlimmes gemacht, das sie ihr nur zu Hause zeigen könnte. Aber nun tut sie wieder so, als wäre nichts. Und Ruby wäre nicht Ruby, wenn sie nicht weiter in Rätseln sprechen würde und wird jetzt einfach nur sagen, Akira, ich kann es dir jetzt noch nicht zeigen. Wir müssen warten, bis alle schlafen. Aber es ist wirklich schlimm. Glaub mir, du hast wirklich, wirklich Mist gebaut. Und Akira ist jetzt natürlich komplett verwirrt und auch verunsichert. Was zur Hölle hat sie gestern Nacht getan? Nun sind wir wieder bei unserer Livia. Sie ist sichtlich glücklich, denn sie hat auch die nächste Etappe ihrer Reise abgeschlossen. Wir sind jetzt hier in Brightchester bei Rose und ihrer Familie und Livia wird gleich mal an die Tür klopfen. An alle, die die 100 Baby Challenge nicht gesehen haben, Rose ist eine ihrer vielen Schwestern, die hier in Brightchester studiert hat und mittlerweile hier wohnt. Übrigens mit ihrem Mann, ich weiß gar nicht, wie er heißt, wir kennen ihn noch nicht und ich glaube, sie hat auch ein Kind, aber das schauen wir uns jetzt gleich mal genauer an. Als erstes gehen wir mal zu Rose und werden sie liebevoll umarmen. Dann stellen wir uns bei Mark vor, der anscheinend ihr Mann ist. Dann haben wir noch Björn, der keinen Nachnamen hat. Bei dem werden wir uns mit Howdy vorstellen. Marco Hacking ist ihr Mann. Björn ist ihr Kind. Aber Marco ist nur der Stiefvater. Der leibliche Vater ist Kevin Müller. Keine Ahnung, wer das ist. Anscheinend ihr Ex-Freund. Wenn ich mich richtig an unsere 100 Baby Challenge erinnere, sind Rose und Livia tatsächlich immer am besten klargekommen. Also die Drillinge waren ja viel älter als sie, aber Rose ist etwa im selben Alter und die beiden haben irgendwie immer ziemlich gebondet. Sie haben ja auch damals zusammen die Katze adoptiert, also Sirius haben sie zusammen in Brindleton Bay adoptiert und Rose hat auch immer versucht, ihre Schwester zu verstehen. Und da Livia und Rose schon immer eine besondere Beziehung miteinander hatten, möchte Livia ihr natürlich alles erzählen, aber hier im Haus können sie wohl kaum ungestört reden. Deshalb bittet sie ihre Schwester, dass die beiden heute Abend zusammen essen gehen, damit Livia ihr in Ruhe alles erzählen kann. Und zurück in Chestnut Ridge angekommen, hat sich fast die ganze Familie hier versammelt und Gemma stinkt schon wieder mal. Nur Ruby macht mal wieder ihre ganz eigenen Sachen auf ihrem Computer. Sie chattet mit irgendjemandem, natürlich möchte sie nicht an der Geburtstagsfeier teilnehmen. Aber wir werden auch nicht auf sie warten, sondern Ivo wird gleich mal seiner Nichte Nila helfen, die Kerzen auszublasen. Alles Gute zum Geburtstag, Nila. Wie immer hat sie hier draußen auf der Terrasse Geburtstag. Keine Ahnung, wieso sie nicht einfach im Haus älter werden möchten, aber das ist jetzt der offizielle Geburtstagsplatz. Sonderlich viele Fähigkeiten hat sie im Kleinkindalter nicht erreicht. Ich gebe es zu, die beiden sind wirklich, wirklich untergegangen. Als Schneewittchen wird sie ja ein guter und fleißiger Sim. Ich glaube, für den Anfang bleiben wir bei dem Merkmal gut. Falls ihr eine andere Meinung habt, schreibt es mir natürlich sehr gern in die Kommentare. Und ich möchte, dass Nila sehr beliebt wird und viele Freunde hat. Deshalb probieren wir es einfach nochmal mit Pyjama-Party-Löwin. Möglicherweise schaffe ich es ja diesmal zumindest eine Pyjama-Party zu organisieren. Und dann helfen wir auch noch schnell unserer Gemma, die Kerzen auszublasen. Immer ist Gemma die Zweite. Immer geht sie hinter ihrer großen Schwester unter. Was das wohl mit ihr machen wird? Und weil unser Schneewittchen gut ist, gebe ich unserer bösen Königin gleich mal Böse. Ich weiß, ihr wollt immer, dass alle Sims wieder gut werden, aber es gibt eben nicht nur gute Sims, gleich wie es nicht nur gute Menschen gibt. Und in unserer zukünftigen Disney-Challenge ist unsere Gemma eindeutig die Böse. Und ihr Bestreben wird Spielführerin. Dieser Sim liebt es, beim Spielen das Kommando zu haben. Das klingt doch schon nach einer bösen Königin, oder? Und hier haben wir unsere Nila. Die sieht so unfassbar süß aus, wobei ich sagen muss, dass ich ein wenig enttäuscht von der Kleiderauswahl für Kinder bin. Ich hätte mir definitiv mehr Custom-Content runterladen sollen. Und hier haben wir unsere Gemma. Bei ihr habe ich definitiv versucht, ihr einen sehr erwachsenen Stil zu geben. Möglicherweise sogar zu erwachsen für ein Kind. Aber ich wollte ihr schon jetzt ein bisschen diese Mean-Girl-Vibes geben.
denn so wird sie definitiv als Teenagerin und Erwachsene werden. Auf welche Geschichte freut ihr euch eigentlich mehr? Auf die von Schneewittchen oder die der bösen Königin? Und das Erste, was ich gleich sehe, ist, dass Gemma ihre Schwester anschreit. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Probleme schon so früh kommen. Aber klar, die Familiendynamik zwischen Schneewittchen und der bösen Königin ist definitiv schwierig. Die beiden sollen ja noch ein wenig streiten. Wir schauen nach Wrychester. Olivia und Rose haben sich in der Zwischenzeit hier ins örtliche Pub zurückgezogen, denn Olivia möchte ihrer großen Schwester ihre Geheimnisse anvertrauen. Hier in der Bar sind zwar auch noch andere Menschen, aber die sind zum Glück ziemlich weit entfernt und wir sitzen auch hier genau bei der Musik. Sie sollten also sicher sein. Olivia wird ihrer Schwester gegenüber jetzt ehrlich sein und wird offen über ihre Ängste reden. Wir alle wissen ja, Rose war schon immer die Klügste in der Familie gewesen und wenn jemand einen Rat hat und über Vampire Bescheid weiß, dann ist es Rose. Danach werden sie ein sehr persönliches Gespräch führen und dann wird sie noch ihre Angst vor Vampiren zugeben. Rose meint jetzt natürlich, Olivia, es tut mir leid, aber ich weiß gar nicht so viel über das okkulte Leben. Wir haben auf der Uni zwar öfter über blutsaugende Wesen diskutiert und dass es möglich ist, dass es die vielleicht gibt. Alles, was ich dir sagen kann, aber das weißt du vermutlich selbst auch, Vampire kommen nicht gut mit dem Sonnenlicht klar und mit der Hitze. Möglicherweise kann dir das ja helfen. So wirklich hilft ihr das zwar nicht, aber zumindest bestätigt es ihre Vermutung, dass Inferno der richtige Zauber wäre, um Vampire zu besiegen. Nun haben wir beinahe 3 Uhr früh. Ivo und die zwei Kleinen sind schon im Bett und deshalb haben sich Ruby und Akira hier draußen getroffen. Akira möchte jetzt natürlich wissen, was los ist und Ruby sagt nur, du darfst jetzt nicht ausflippen, okay? Du hast gestern jemanden angefallen und entführt. Und diese Person lebt jetzt in unserem Silo. Wir waren gestern doch nur in Moonwood Mill. Was meinst du, wie soll ich das gemacht haben? Denn ja, Ruby möchte ihr eigenes Verbrechen ihrer kleinen Schwester in die Schuhe schieben. Sie hat sich jetzt in eine Fledermaus verwandelt und ist mit ihr in den Silo gereist und sagt, siehst du, das ist Christina, unsere Nachbarin. Du hast sie einfach entführt. Sie ist sogar so eine gute Schauspielerin, dass sie gerade geweint hat. Wow, Ruby, ich bin beeindruckt von deiner Bösartigkeit. Und dann wird sie Ruby die ganze Geschichte erzählen. Zuerst waren wir in Moonwood Mill, aber du warst so schnell. Ich wusste nicht, dass Wölfe so schnell laufen können. Ich musste mich in eine Fledermaus verwandeln, um dir hinterherzukommen. Aber es war zu spät. Du hast dieses arme Mädchen, Christina, angefallen und sie dann hierher gebracht. Frag mich nicht, wie du mit ihr hier raufklettern konntest. Ich habe keine Ahnung. Anscheinend sind Werwölfe viel mächtiger, als wir beide gedacht haben. Und irgendwie hast du es auch geschafft, Christina zu verzaubern. Sieh dir an, wie glücklich sie ist, obwohl sie hier gefangen ist. Dabei wissen wir in Wahrheit doch alle, dass Ruby Christina unter ihrer Gewalt hat und mit ihren vampirischen Kräften in einen Bann gezogen hat. Akira ist jetzt natürlich völlig fertig und sagt einfach nur, Ruby, was soll ich nur tun? Ich bin ein Monster. Ich gehöre ins Gefängnis. Ich dürfte nicht mit anderen Sims zusammenleben. Aber Ruby wird jetzt erstmal versuchen, ihre Schwester zu beruhigen und ihr dann noch ein Geheimnis über ihre Mutter erzählen. Keine Sorge, Mom wird dich ganz sicher beschützen. Immerhin bist du ihre Lieblingstochter. Und Mom hat doch auch magische Kräfte. Oh, das weißt du gar nicht, oder? Unsere Mom ist eine Hexe. Ja, kleine Akira, es gibt so viel über unsere Mom, dass du nicht weißt. Aber keine Angst, ich werde dir alles erzählen.